cada aurora en su tristeza que no quiere amanecer. Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos. Muss man sich dafür entschuldigen, dass man sich 25 Jahre lang darauf konzentriert hat, ihr zu erklären, ihre Mutter wäre in Spanien gestorben? Muss man tatsächlich gestehen, dass sie noch lebt? Dass sie uns schlicht und einfach sitzen gelassen hat? Sucht nicht nach mir. Sucht niemals nach mir. Eines Tages werdet ihr vielleicht verstehen. Sie wusste nie, wie sie mit ihr umgehen soll. Na, dich kann sie ja auch nicht gerade als Erfolg verbuchen, oder? Hey, meine Tante, das Mist stellt keinen. Sieh zuerst dein Kleid aus. Das hat mir Federico geschenkt. Hör auf, wie sie zu schenken. Er hat mir einen ganzen Koffer voll besorgt. Seitdem er zurückgekommen ist, kann ich für nichts mehr garantieren. Diese vergüenza sent flor, valeame con tres rosas, que no eran a cuenta de hatte sich ein ganzes Rudel auf ihn gestürzt. Und die anderen haben alles auf Mama geschmissen. Gläser! Aschenbecher! Kessenstände! Und mittendrin vier Kinder, die tanzen, wie Federico es ihnen beigebracht hatte. Ganzen Tumult hineingeplatzt und Mama hat aufgehört zu spielen. Und es wurde ganz still. Adios. Was für ein wunderschönes Wiedersehen. Da brauchen wir nur diese verfluchte Geschichte nachzuspielen. Schon sind wir alle ganz gerührt. Wie die Geier, die sich am Aas satt fressen. Stimmt. Eine tolle Familie sind wir. Ein Kranker, eine Idiotin und eine Frau.